Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 18. Juli. Ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Sie sind gut aus dem Wochenende in die Woche gekommen. Wir haben heute, ja, bekanntermaßen den Wochenauftakt und wir sehen hier wieder einige Schwäche bei den Yen-Pairs, die hier weiter nach oben streben. Linke Seite hier von den Top 15 Pairs zu sehen, dass aber auch das britische Pfund sich hier nach vorne arbeitet. Doch das soll heute gar kein Thema sein. Wir wollen mal wieder auf die Major-Währung schlechthin, dem Euro gegenüber dem US-Dollar schauen, um hier so ein Stück weit die Lage einzugrenzen, die sich aktuell zumindest relativ klar darstellt. Im Nachgang werden wir auch noch mal kurz, gerade aufgrund der politischen Eskalation vom Ende der letzten Woche, auf den Euro gegenüber der türkischen Lira schauen. Der Putschversuch, das sind natürlich Unsicherheiten, die die Märkte gar nicht sehen, aber wir werden mal einen Blick auf die Währung werfen, beziehungsweise auf eben das Währungspaar Euro gegenüber der türkischen Lira. Und da stellt sich das ein bisschen anders dar als beim Euro gegenüber dem US-Dollar, den wir jetzt mal hier im Tagesschart unter die Lupe nehmen. Und da ist festzustellen, dass mit dem abermaligen Scheitern hier über 1,1450, 1,15 auszubrechen, der Markt in eine Konsolidierungs-Korrekturphase überging und diese auch noch anhält. Wir haben unlängst auch mehrfach gesehen, dass genau dieses Level, welches hier bei 1,1150, 1,1155 sich definieren lässt, immer mal wieder auch einen Knotenpunkt zwischen angebotener Nachfrage und dem Austausch dessen, ob es eben hier einen klaren Impuls in die Richtung gibt. Zuletzt hat man hier im beziehungsweise beim Auslauf des Monats Mai gesehen, dass der Markt hier versuchte nach unten zu gehen. Hier kam wieder Angebot rein, beziehungsweise die Nachfrage erhöhte sich viel mehr in dem Fall, nachdem ein Überangebot war, beziehungsweise der Euro jetzt dann hier wieder gefragt wurde und Anfang Juni ging es dann hier entsprechend weiter nach oben. Der Witz natürlich hier, der Brexit-Event im Juni-Verlauf dann letztlich hat das Ganze dann rasch umgekehrt. Also es schien fast so, als wäre es hier im Juni möglich, nochmal die 1,1450, 1,15 zu attackieren. Das endete dann hier relativ abrupt eben mit dem Ausgang vom UK-Referendum in Sachen Brexit, was ja dazu kam. Und dann haben wir gesehen, der Markt danach erstmal eine kleine Erholungswelle, wieder abgedippt, wieder hoch und hat jetzt hier das Level von 1,1150, 1,1155 eben mehrfach bestätigt. Und unterhalb dessen bleibt Euro-US-Dollar definitiv ein Short, der sich hier, und das ist technisch relativ gut ableitbar, definitiv bis in den Bereich 1,085, 1,090 ausdehnen könnte. Das muss man jetzt mal hier schlussfolgern, gerade mit den letzten Dips. Sie sehen hier die Kerzen. Dochte, beziehungsweise vielmehr Lunden auf der Unterseite, die hier sozusagen ein leichtes Support-Level darstellen bei 1,1030 rund. Und das lässt hier ergo eigentlich mutmaßen, dass wenn der Markt unter 1,10 nochmal kippen sollte, gerade per Daily Close, sich dann hier relativ zügig 150, 200 Pips auf der Südseite eröffnen, um eben hier dieses Support-Level bei 1,085 anzutesten. Das ist zumindest augenblicklich eine relativ wahrscheinliche Variante, die sich erst umkehren würde, wenn Euro-US-Dollar hier über 1,50 rauszieht. Wenn das passiert, dann hat man gute Chancen, nochmal Notierungen in Richtung 1,14 zu sehen, aber unterhalb dessen bleibt der Bias Short, das muss man ganz klar so sehen. Und insofern das präferierte Szenario hier die Südseite. Machen hier eine Alternation mal hier oben. Wenn es denn dazu kommen sollte, wäre das praktisch hier der Plan B. Sehe ich aber aktuell als eher geringfügig an. Wir haben hier die Saisonalität, die, ja gut, zumindest bis zur Mitte des Julis bzw. zum Ende des Monats hier eigentlich auf eine steigende Tendenz hinweist. Diese steigende Tendenz kann auch theoretisch eine Seitwärtsrange darstellen, die sich hier so ein Stück weit immer weiter fortsetzt, ohne letztlich hier einen ganz klaren Impuls zu geben. Zwischen 1,1150 und 1,10 bleibt Euro-US-Dollar wieder mal in einer Range gefangen, über dem, dass er natürlich im übergeordneten Bild ohnehin schon seit über anderthalb Jahren in einer Range steckt. Das schauen wir uns mal kurz hier auf Wochenbasis an. Sehen wir hier diese große Range, eben 1,080, 1,085 Südseite und hier oben 1,1450 rund. Das ist die große Range Euro-US-Dollar hier noch gefangen und da muss man erstmal abwarten, wie es sich entwickelt. Wenn er denn da ausbricht, dann dürften sich mittelfristige Folgesignale ergeben, die dann auch Impulse wecken könnten. Grundsätzlich hier mal im Stundenchart Euro-US-Dollar ganz kurz am Montag, das will ich Ihnen noch mal kurz oder sensibilisieren dafür. Hier Weekday Volatility, das heißt Volatilität auf die Wochentage bezogen. Und Sie sehen, der Montag ist denkbar schlecht. Euro-US-Dollar aktuell auch gerade mal erst mit 25 Pips unterwegs.
Der Montag hier geht so in Richtung 60, 65 Pips vielleicht und das steigt dann sukzessive dem weiteren Wochenverlauf an. Freitag jetzt hier ein klarer Spike in Richtung 150. Warum? Ja, weil mit Rückblick auf die letzten 12 Wochen natürlich hier der Brexit, beziehungsweise 12 Monate hier auch der Brexit-Event außerordentlich zuschlägt, aber Euro, US-Dollar generell am Freitag hängt auch mit den Non-Farm-Payrolls zusammen, hier eine erhöhte Ausschlagstendenz hat. Montag aber generell, und das gilt es einfach mal auf der Pfanne zu haben, der Währungsmarkt generell, beziehungsweise eben auch insbesondere Euro-US-Dollar, von der Volatilität sehr, sehr zurückhaltend und insofern nicht unbedingt ein Tag, an dem man hier auf große Swing-Bewegungen setzen sollte. Das kann sich alles ändern, aber tendenziell sieht das eben mal so aus. Genau wie es tendenziell so aussieht, dass wir seit letztem Jahr hier eine fallende Volatilität haben, die sich hier praktisch generell durch eben eine klare Tendenz gen Süden auszeichnet. Und hier sieht man, dass wir mal im letzten Jahr bei 150, 130 Pips pro Tag waren und wir jetzt hier schon wieder in den Bereich um 100 Pips gehen und die Volatilität aktuell auf die letzten 14 Tage bezogen bewegt sich sogar nur bei 72 Pips pro Session pro Tag. Also hier die Tendenz klar fallend und das ist grundsätzlich eigentlich nicht so schön, aber in Seitwärtsranges auch nichts Ungewöhnliches. Insofern achten Sie mal drauf, wenn Euro-US-Dollar mal hier einen klaren Ausbruch vollzieht, entweder hier die 1,10 nach unten oder die 1,1150 nach oben, kann man hier auch im Stundenchart sehr schön einschränken, dann kommt sicherlich Bewegung in den Markt. Solange das nicht der Fall ist, dürfte, Schrägstrich sollte die Volatilität auch mit Sicherheit weiter rückläufig bleiben. Hier mal sogar bei 1,1025 auf Stundenbasis ein schönes Level, wo man schon mal sehen kann, aha, hier haben die Käufer immer wieder zugeschlagen und wenn es darunter geht, dann ist ein Bruch der 1,10 dann wohl sehr, sehr wahrscheinlich. Gut, Euro-US-Dollar, wie gesagt, jetzt mal hier eingegrenzt von der Lage. Schauen wir kurz auf den Euro gegenüber der türkischen Lira. Großes Thema letzte Woche, Putschversuch, das ist wirklich was, was die Märkte gar nicht mögen. Solche Unsicherheiten, naja, das ist tricky, wobei die Türkei natürlich selber in Sachen Demokratie eh weit hinten ansteht und die Situation hat jetzt keinesfalls dazu beigetragen, dass die Lage besser wird. Auch wenn jetzt hier die Regierung Erdogan versucht, natürlich hier Tausende Militäroffiziere, Richter und dergleichen einzusperren. Das intellektuelle Gut des Landes flüchtet ja ohnehin schon seit Monaten. Man darf sich fragen, wohin das führt. Letztlich durch die Aktion am Freitag der Tourismus definitiv weiter ganz klar geschwächt und auch natürlich das Interesse der Investoren in die Türkei zu investieren nochmals rückläufig. Beim Euro gegenüber der türkischen Lira sieht man hier auch eine klare Tendenz mit Blick auf die letzten Monate, die Aufwertung des Euros ganz klar vonstatten gegangen. Hier haben wir auch eine große Konsolidierungsformation im Sinne eines Dreiecks gesehen und hier gab es den Ausbruch, ich habe den blauen Pfeil gerade weggelöscht, wo auch wir hier die Tendenz hatten, aus dem JFT-Devisenradar raus, analysiert das Währungspaar, dass es hier nach oben gehen sollte, weiter nach oben gehen könnte. Es gab hier erstmal einen Riesenmove in Richtung 3,40, dann brach bzw. kippte das Währungspaar so ein Stück weit zurück. Hier eine ganz wichtige Unterstützung bei 3,17. 90, 3, 18 etwa. Und dann gab es eben hier am Freitag die Aktion mit dem Putsch und das führte natürlich zu einem mega, ganz klar signifikanten Kapitalabfluss. Aber Sie sehen, solche einzelnen Monsterkerzen hat der Euro gegenüber der türkischen Lira immer mal wieder zu bieten und das ist kein Währungspaar für schwache Nerven. Ohnehin eben eine exotische Währung immer mit Vorsicht zu genießen. Letztlich hier, wenn man das jetzt mal rein technisch einfängt, auf der Südseite Support Level um 1,17 90, wie gesagt, 1, 3, eigentlich 1, 3, 17, 90, 3, 18 und hier oben haben wir ein Widerstandslevel bei 3, 33 rund und je nachdem auch hier praktisch eine Range, wohin das Währungspaar dieses Niveau verlässt, wird es weitergehen. Meine ganz klare Präferenz ist eine weitere Aufwertung der türkischen Lira, hat das nicht gut getan und ohnehin die ganzen politischen Unsicherheiten tun der türkischen Lira auch nicht gut. Da kann es Leitzinsdifferenzen noch und nöcher geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nach oben rausgehen, sehe ich auf jeden Fall als erhöht an, eher noch eben, als dass es hier nach unten weggeht. Und dazu kann man auch sagen, selbst wenn der Euro jetzt noch ein Stück weit abwerten sollte, die türkische Lira dürfte hier im Kontext dessen definitiv schwächer bleiben. Wir wollen aber nur hoffen, wie gesagt, dass solche Eskalationen sei es aufgrund der desaströsen Lage da in Frankreich, beziehungsweise eben dann auch noch der Putschversuch von der Türkei, dass das hier die Ausnahmen bleiben und sowas wirklich schwindet von den Märkten und schwindet von der geopolitischen Sache, weil sowas braucht wirklich kein Mensch. Und insofern bleibt mir jetzt eigentlich nur noch die Option, Ihnen einen guten Wochentag zu wünschen. Genießen Sie das Wetter, trotz dessen, dass man hier natürlich viel am Computer arbeitet. Aber ich wünsche Ihnen trotzdem einen dynamischen Auftakt. Viel Freude bei dieser Woche und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In dem Zusammenhang. Frohes Schaffen, viel Glück an den Märkten und auf bald, Ihr Christian Kämmerer. Und tschüss.